Hallo Freunde und willkommen zurück zu unserem kleinen Weltraum-Puzzle-Abenteuer. Wir machen weiter mit The Swapper. Und wir machen dann natürlich auch weiter mit dem Finden der Geheimräume. So, lasst mich mal kurz auf die Karte gucken. Hier ist noch ein Terminal, da schnappen wir uns gleich. So. Ein paar Sekündchen warten, damit ihr auf Pause machen könnt, um euch das durchzulesen. So, dann suchen wir uns jetzt einmal den nächsten Geheimraum. Den finden wir nämlich hier unten. Okay, da hinten haben wir nachher auch nochmal einen zweiten Geheimraum. Aber ich zeige euch natürlich erstmal das Ganze hier in Reihenfolge. Hier haben wir jetzt erstmal gleich, Sekunde, ich habe schon wieder vergessen, meinen Timer richtig hinzulegen. So, hier haben wir jetzt eine Stelle, die ein wenig tricky ist. So, wir müssen jetzt hier nämlich, as you can see, links geht diese Tür immer weiter auf und rechts geht sie weiter zu. Und wir müssen jetzt hier so lange immer zwischen Klonen hin und her springen, bis wir hier nämlich reinkommen, um uns diese Sphäre zu holen. So, das ist nämlich entscheidend, damit wir an die nächste Trophy bzw. an den nächsten Geheimraum rankommen. Der ist nämlich hier unten, da kommen wir nämlich erst hin. Wenn wir diesen blauen Schein da unten weg haben. Und da sind wir auch schon bei der zweiten Trophäe und damit beim zweiten Geheimraum. Ich lasse nochmal das Trophy-Zeichen oben verschwinden. So, dann könnt ihr euch das durchlesen, wenn ihr wollt. Oh Gott, oh Gott. So, der blaue Schein hat nämlich den Nachteil, wenn wir da nämlich diese blauen Lichter haben, können wir da drin keine Klone spawnen. Deswegen mussten wir natürlich abwarten, bis das verschwunden ist. So, weiter im Text. So, und bei diesen roten ist es so, da können wir zwar Klone drin spawnen, aber ihr seht, wir können da nicht durchschießen. Wir können da drinnen keinen Klon übernehmen. So, das hier ist jetzt ein bisschen tricky. Hier nehmen wir die Zeitlupe zur Hilfe und dann haben wir das nämlich auch geschafft. Ich mache das hier ganz in Ruhe, damit wir jetzt hier nicht unnötig oft sterben. Okay, dann haben wir jetzt nämlich auch die nächste Sphäre. Aha. So, lass mich nochmal kurz auf die Karte gucken. So, hier unten haben wir alles, inklusive Geheimraum. Wir können also weitergehen. So, wieder hoch. Ich weiß gar nicht, hatten wir das Ding schon? Ich glaube ja, ne? Ja, haben wir schon. So, wir brauchen 6 Sphären, um dieses Terminal dort aktivieren zu können. Hier finden wir jetzt ein Terminal und 2 Sphären.
Da haben wir das Terminal. Liest euch das gerne durch. So, das muss reichen. So, hier muss ich nochmal eben gucken. Wie genau machen wir das hier nochmal? Ah ja. So. Stimmt ja, wir können ja hier drinnen gar nicht das blaue Licht. Ach doch, genau, so geht das doch. Mensch, bin ich doof. So, also wir können direkt im blauen Licht keine spawnen, aber durch das blaue Licht durchschießen können wir. Beziehungsweise durch das blaue Licht spawnen. So. So, das lilane Licht ist natürlich... wie ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt haben dürftet oder euch denken könnt, ist eine Mischung aus dem blauen und dem roten Licht. Na, also da geht nichts. Man kann weder im blauen Licht Klone spawnen, noch kann man in das blaue Licht reinschießen, um gespawnte Klone zu übernehmen. So, damit hätten wir dann jetzt auch das nächste. Wir haben jetzt auch genug Sphären zusammen und wir schaffen in dieser Folge sogar noch den dritten Geheimraum. Insgesamt gibt es davon übrigens 10 im gesamten Spiel. So, wir öffnen. So, und jetzt müssen wir einmal nach hier. Nicht zu weit. Hier wird es jetzt nämlich etwas tricky. So, hier müssen wir jetzt nämlich durch. Und ihr seht das Zeug oder dieser Wind. Geht ja in eine komplett das war jetzt nämlich das Problem. Wir können ja nur 4 Klone bauen. Daher ist hier ein bisschen Feingefühl gefragt, dass wir weit möglichst nach hier kommen. Das dürfte reichen. Jetzt können wir nämlich noch weit genug nach unten. Verdammte Hacke, jetzt habe ich mich hier total vertan. Der Raum ist nämlich auf der rechten Seite, nicht auf der linken. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen verviert. Aber ist nicht so schlimm, das ist ja nicht so schwer. Und auch nicht so aufwendig. So, wir müssen hier links bloß die richtige Stelle finden. Jetzt haben wir sie. Und da haben wir den nächsten Geheimraum. Nummer 3. So, jetzt wieder zurück. Okay, jetzt können wir uns wieder klonen. So, hier unten ist noch ein Save Point. Lass uns noch mal kurz Karte gucken. Hier irgendwie hoch teleportieren.
Das weiß natürlich ganz blöde, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich kann jetzt hier im Dunkeln die Dings nicht richtig spawnen. Oder das lag an dem... Ah ja, okay. So, wir müssen ja nur in diesen ollen Strahl reinkommen. So, dann sind wir jetzt hier auch schon im nächsten Bereich. How did you get back here? Why are you following me? Look, it's too late now to apologize. Just let me go. Okay, die gute Frau, wie man sieht, ist auch unterwegs. Ich muss hier gerade mal gucken, ob wir hier irgendwo vielleicht einen geheimen Raum finden. Ich habe nämlich nur nach den ersten dreien jetzt mal geguckt. Aber da oben scheint keiner zu sein. Gut. Gut. Please respect other crew members in the communal areas by keeping noise to a reasonable level. Ich hoffe mal, ich habe jetzt hier nichts übersehen. So, wo sind wir jetzt? Okay. Hier sind wir jetzt. Mal den Fahrstuhl schon rufen. Ich klappe jetzt hier erstmal die einzelnen Räume ab. Ich meine, das ist nachher auch nicht ganz so schlimm, dass man nicht direkt alle Räume findet. Denn man kann einen Großteil der Raumstation auch nachträglich noch bereisen, sag ich mal. Das muss ich mal eben gucken. Warte mal, was hat denn der Schalter da nochmal gemacht? Okay. So, hier wird es jetzt nämlich das erste Mal ein bisschen tricky. Ah, ich glaube, ich habe schon einen Fehler gemacht. Scheiße. Ja, ich habe schon einen Fehler gemacht. Aber ist nicht so schlimm. Ach, Kacke. Das ist gar nicht so einfach hier jedes Mal richtig umzudenken. Um...
Gut. Ach, fuck. Mist. Das ist, hier muss man mitunter etwas um die Ecke denken. Und das ist nicht immer die einfachste Lösung. Und der hier unten macht den aus. Okay, das ist nicht ganz so entscheidend. Ich baue mal erstmal hier hinten ein. Halt. Jetzt baue ich da einen. Na, ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Ja, jetzt haben wir die Sphäre gekriegt. So, und wir machen dann jetzt hier auch, da die Viertelstunde um ist, wir sind sogar schon ein kleines bisschen drüber, machen wir jetzt hier den Cut. Soll reichen. Ich danke fürs Reinschauen. Ihr kennt das Spiel. Gebt einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ich danke dann schon mal fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.